Die Jahreszeit des Lichts und alle Informationen zum September, einige geheime Events, die auf der Website von Niantic versteckt sind, fangen wir direkt an. Season of Light oder Jahreszeit des Lichts auf Deutsch. Alle Jahreszeiten Boni aufgelistet. Die XL-Bonbons beim Tauschen garantiert sind zum Beispiel verschwunden und ein paar andere Dinge. Dafür haben wir wieder bis zu 2 von den orangen gratis Raid-Pässen pro Tag für In-Person-Raids. Außerdem will Niantic, zumindest versuchen sie es, die Feldforschungsdurchbrüche wieder spannender machen. Nicht durch die Pokémon, sondern es gibt mehr Sternenstaub und zusätzliche Items in den Durchbrüchen. Außerdem mehr Sternenstaub bei Geschenken. Und 3 Boni sind geblieben, eine garantierte Geschenke von Pokestops, der unter Anführungszeichen erhöhte Schaden aus Fernraids, erhöht ist er nicht, man macht genauso viel wie in Person, und besserer Rauch beim Gehen nach wie vor. Welche Pokémon gibt es nun in den Habitaten, wenn man es mal so erklären möchte? Das Spiel weiß ja, in etwa ist man in einer Stadt, ist da irgendwo ein Gewässer, ein Fluss in der Nähe, ein Wald. Und je nachdem tauchen dann dementsprechend verschiedene Pokémon auf. In der Stadt. Nachtara als Entwicklung und Lichtl. Ohne Shiny-Symbol. Hoffentlich ändert sich das dann bei einem eventuellen Community Day. Im Wald gibt es dann Psyana als Entwicklung, so wie ein paar andere Pokémon. Im Gebirge Pipi finde ich genial, wegen Storygründen. Relaxo, sehr fein, Sneebel, mag ich, ja, brauche ich. Dann bei Gewässern, Sterndu-Bonus Sternenstaub, sehr schön. Direkt ein wildes Pilipper, die Entwicklung, falls man Glück hat, ja. Und auf der Nordhalbkugel, das sind wir, gibt es folgende Pokémon. Knilz mit Bonussternenstaub, Sichlor wegen Mega-Sichlor, wer da noch XL braucht, ein gutes braucht, schön. Und die Südhalbkugel nur der Vollständigkeit halber, da befinden wir uns aber in der Regel nicht. Hier stechen Paras, Chanera und Kindwurm raus. Raus kommen tun nun auch andere Pokémon aus den Eiern. Auf den ersten Blick wirft mich da jetzt nichts wirklich aus den Socken. Die Babys sind zurück. Wer die eventuell benötigt, die teilen sich in den verschiedenen Eieren auf. Galapafloss, Flapterix in den 10er Eiern, die sind ja auch seit geraumer Zeit shiny. Und die Abenteuer-Sink-Eier, Laukaps und Schnuthelm. Wer da jetzt nicht genügend davon gefangen hat in den vergangenen Events. Alles klar. Dann dreht sich in der Jahreszeit alles so ein bisschen um. Cosmog haben wir schon gesehen. Lunala, Solgaleo. Und es wird auch im Shop demnächst Avatar-Items geben. Und Sticker haben wir ebenfalls. 3 Termine, wo wir die Spezialforschung bekommen werden. Professor Willow ist zurückgekehrt. 1. September, 5. Oktober, 23. November. Da geht's dann immer weiter mit der Story rund um Cosmog. Entwickelt sich zu Cosmovum. Und dann mal schauen, wie wir Solgaleo und Lunala erhalten werden in Pokémon Go. Die Raid-Kämpfe, der Leak, den ich vorgestellt habe, hat gestimmt. Es geht los mit Deoxys. Passt ein bisschen zu Galaxie. Es wurde auch noch gesagt, es wird vielleicht einen anderen Himmel geben. Darauf freue ich mich auch schon. Und dann ist ein Loch dazwischen. Da fehlt wohl noch eine Ankündigung. Und vom 27. September bis zum 18. Oktober kehrt Yveltal zurück. Kleine Ergänzung noch zu Yveltal. Niantic hat eine weitere Infografik veröffentlicht, wobei Yveltal das Shiny-Symbol dabei ist. Also entweder aus dem Jahreszeiten Blogbeitrag ohne Shiny-Symbol oder auf der Infografik mit Shiny-Symbol. Sucht euch was aus, eines von beiden wird vermutlich stimmen. Die Rampenlichtstunden, die sind nun nicht mehr in einem eigenen Beitrag erschienen, sondern da gibt es in der Jahreszeit auf der Website so einen Kalender, der mittelmäßig umständlich zu bedienen ist. Und da habe ich mir folgende Pokémon rausgezogen. 6. September Somniam, das wird dann von 18 bis 19 Uhr ganz häufig auftauchen, sehr viele Pokémon und ist jetzt neu in Shiny mit dem Bonus doppelten Fangsternenstaub. Ja, wer beim GoFest-Finale keines bekommen hat, kann hier zuschlagen. Trassler haben wir, Stolunior und Pikachu dann mit den doppelten Bonbons beim Verschicken von Pokémon. Alle 4 können schon Shiny sein.
Das sind mal die Rampenlichtstunden. Dann ein kleiner Blick in die Glaskugel verrät uns Folgendes. Eine begrenzte Forschung mit Iskala, einen Quest Day wird es da geben. Dazu gleich noch die komplette Ankündigung. Dann die Pipi-Party am 10. September. Richtig genial. Da findet auch irgendein Mond-Event im echten Leben statt, glaube ich. Deshalb passt das sehr gut dazu. Und 6. September bis 12. September, das Psycho-Spektakel kehrt zurück. Also, das ist schon bald, 3. September. Da findet der Quest-Day statt. Von 11 bis 14 Uhr mit Iskala. Da gibt es Feldforschungen bei Pokestops, wo man Iskala mit erhöhter Shiny-Chance bekommen kann. Bei Cognodon und Schildterus vor wenigen Wochen war die Chance in etwa so 1 zu 10. Iskala ist dann auch neu in Shiny verfügbar. Also, ja klar, wenn es eine erhöhte Shiny-Chance hat. Logischerweise. Und die Fangbonbons sind verdoppelt. Sowie es gibt ein paar andere Pokémon in der Wildnis, die sich um das Thema Unlicht drehen. Galazickzax hierbei allerdings als seltenes Pokémon aufgelistet. Und dann, Trommelwirbel, der Feldforschungsdurchbruch für den September ist Meditalis. Nein, also der Feldforschungsdurchbruch ist ein gratis Raid Pass. Jetzt gab es erst das Weltmeisterschaften-Event, wo man hunderte Mediti fangen konnte. Wie gesagt, streichen wir einfach diesen Feldforschungsdurchbruch aus unseren Köpfen. Ein Raid Pass, das ist genial. Also das hat nun wohl die wöchentliche Box ersetzt, weil die gibt es einfach ohne Ankündigung gar nicht mehr. Die ist einfach nicht zurückgekehrt. Doch was die Kommunikation betrifft, hätte ich von Niantic ganz bestimmt nichts anderes erwartet. Meditalis, nicht in Shiny möglich. Immerhin kann ich bei dem Pokémon nicht sagen, dass ich da 15 pro Tag in der Wildnis fange. Das bestimmt nicht. Nur von Mediti. Und gerade wurde hier auch noch eine Infografik offiziell von Pokémon Go veröffentlicht. Noch nicht auf Deutsch? Okay, da hätte ich nicht die Rampenlichtstunden so aus den Kalendern hier rausfriemeln müssen. Da sieht man das auch. Und ein paar Events. Die ganzen habe ich schon alle erwähnt. Allerdings Test Your Metal haben wir vom 16. September bis zum 21. September. Und dann Ende September bis zum 3. Oktober die Fashion Week. Genau, das war's und mega Schlappohr. Und bei den anderen sind noch Fragezeichen. Vermutlich mega Simsala, mega... wissen wir nicht. Na gut, und das war alles außer die Go-Kampfliga, da hat sich auch ein bisschen was getan. Für die drei Leute, die noch PvP spielen, werde ich dazu vermutlich ein separates Video machen. Bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.